Wirtschafts- und Tourismusminister Reinhard Mayer hat am 13. Januar in der Tourismuszentrale in Bad Kleinen den Gemeinden Dassow, Dobin am See, Klütz und Bad Kleinen offiziell die Anerkennung als Tourismusort nach dem Kurortgesetz verliehen. Die Urkunden wurden an die Bürgermeister der jeweiligen Orte vergeben. Wir möchten vor allen Dingen, dass die Orte davon profitieren. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die die Anerkennung bekommen, dann ist es auch einfacher, haben wir eine Gemeindevertretung, dann dafür zu werben, noch mehr in den Tourismus zu investieren. Und am liebsten, das sieht man ja heute, indem man Kommunen auch zusammenbringt, dass sie miteinander kooperieren, weil das ist, Tourismus funktioniert nicht über den eigenen Kirchturm, sondern über die Kooperation mit anderen. Und zum Beispiel hier rund um den Schweriner See kann man das ja sehen, dass es schon wünschenswert ist, dass alle zusammenarbeiten. Der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern soll zukunfts- und wettbewerbsfähig bleiben. Dafür ist es notwendig, stetig in die touristische Infrastruktur zu investieren. Durch das Prädikat Tourismusort und die damit verbundenen neuen Finanzierungsmöglichkeiten können Infrastruktur, Mobilität und Qualität in den Regionen nachhaltig verbessert werden. Die Gemeinden Bad Klein, Dassow, Dobin am See und Klütz gehen diesen Weg und wollen das Angebot für die Gäste deutlich erweitern.